Grüß dich, mein Name ist Sebastian, besser gesagt Mr. Handwerk. Und heute geht es in diesem Video darum, wie du eine Armatur anschließen kannst. Und nicht irgendeine Armatur, sondern eine Armatur für einen Durchlauferhitzer. Die hat nämlich in der Regel drei Anschlüsse. Und wie du das Ganze anschließen kannst, wie jetzt hier, und dass das Ganze auch läuft, das zeige ich dir in diesem Video. Hier ist unsere Armatur, die haben wir jetzt ausgewählt, passend zur Teeküche in Matt-Gold. Niederdruck, Wasserarmatur mit ausziehbarer Brause. Hier ist auch nochmal alles erklärt, wie was funktioniert. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, wenn wir beispielsweise den Durchlauferhitzer anschließen, ist hier auch nochmal erklärt. Und beim Kauf müsst ihr auch wirklich darauf achten, dass der Artikel wirklich, dass da drauf steht Niederdruck. Meistens ist auch so ein kleiner roter Blitz nochmal abgezeichnet in der Bestellung, damit auch ja nichts in die Hose geht. Warum, weshalb? Ganz einfach. Diese Armatur hat hier unten drei Wasser oder drei Anschlüsse. Zweimal kalt, einmal warm, weil diese Anschlüsse ja einmal zu den Durchlauferhitzer gehen müssen. So, bevor wir jetzt hier weitermachen, ziehen wir die beigefügten Handschuhe mit. Ich wollte schon immer mal weiße Handschuhe anziehen. Hier kann man es nochmal schön erkennen, also A, B und C. Und das Ganze ist an der Armatur oder an den Haaren auch nochmal gekennzeichnet, A, B und C. Und im Grunde haben wir jetzt vier Anschlüsse, dazu kommen wir aber gleich nochmal. Bevor wir jetzt mit der Installation beginnen, messen wir erstmal den Durchmesser von unser Bohrloch. Und das macht ihr wie folgt, ihr misst einfach das Gewinde. Wir haben jetzt hier 30, 31 ungefähr. Und ich sage jetzt mal, wir machen jetzt ein 35er Loch, dann haben wir noch genug Spiel, damit das Ganze abgedeckt wird. Und das machen wir wie folgt. Wir haben uns das Ganze jetzt angezeichnet und zwar hier mit Bleistift markiert. Das ist jetzt hier eine 20 mm Holzplatte. Bitte prüft unten vorweg, ob irgendwie was im Weg liegen sollte, ob was stören könnte, ob vielleicht Metallwinkel ist. Denn es wäre nämlich ärgerlich, wenn ihr das Loch bohrt und die... Ja, das Ganze passt am Ende nicht. Deswegen guckt lieber zwei- oder dreimal durch. Dann müssen wir in dem Falle jetzt hier ein 35er Loch bohren. Das habe ich mit einer Schieblehre ausgemessen. Und dafür nehme ich ein Forstner-Bohrer-Set. Hier ist ein 35er. Und für alle diejenigen, die jetzt beispielsweise eine Armatur anbringen wollen, an einer Metallspüle, haben ein Metallspülbecken, da kannst du natürlich jetzt nicht mit einem Holzbohrer vorgehen. Es gibt hier auch Sets von der Firma Wolfkraft. Damit kannst du ein Loch in das Spülbecken hineinschneiden. Ist ganz, ganz praktisch, werde ich hier mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Wenn ihr das Loch bohrt, kann ich euch nur empfehlen, das Ganze nochmal mit einem Staubsauger abzusaugen, damit die Späne sich nicht im ganzen Raum verteilt. Und jetzt können wir auch unsere Armatur vorbereiten. Vorweg schraubt bitte die Muffe, die Schelle oder die große Mutter hier ab. Und dann schraubt ihr die drei Verbindungen an, beziehungsweise zwei. Die sind auch alle nummeriert mit A, B und C. Und auf den Schläuchen habt ihr auch die Buchstaben ganz klar und deutlich, wie jetzt hier A. C lassen wir jetzt aber weg, weil an C kommt nämlich dieses T-Stück hier. Und das wird dann hier rangeschraubt. Das lassen wir jetzt mal weg, weil wir ja gleich die Muffe wieder über die Schläuche setzen müssen. Voilà. So, das ist jetzt hier ein 60er Unterbauschrank und ja, ein breiter Kerl, der hat wirklich seine Probleme, das Ganze da unten anzuschließen, aber wir haben es geschafft. Wir haben jetzt am Ende drei Leitungen, A, B und C, und diese schwarze Leitung ist halt der Armatur zu schulden, denn wir können das Ganze ja von der Länge her verstellen. Wenn das dann Ganze unten hängt, bringen wir auch wieder das Gewicht an, das wird einfach nur geschraubt, also um den Schlauch gelegt und festgeschraubt. Im nächsten Schritt schließen wir unsere drei Leitungen jetzt an den Boiler und an die Wasserversorgung an. Das heißt einmal A, einmal B und einmal C. In dem Fall geht A jetzt zur Hauptwasserleitung, die in dem Fall aus der Wand kommt. Bitte, wenn ihr die Leitung festzieht, alles handfest ziehen, nicht übertreiben. Wenn so eine Leitung an der Wand abreißt, wird es sehr, sehr teuer. Das heißt, wir schließen jetzt erstmal A an. Danach bringen wir den Boiler an. Darüber gibt es ein extra Video.
Die drei Anschlüsse haben wir jetzt angeschlossen und jetzt wollen wir das Ganze mal testen. Wie gesagt, wir haben es jetzt auf E. Es kann durchaus sein, dass es ein bisschen blubbert, ein bisschen komische Geräusche macht, weil Luft in der Leitung ist. Jetzt muss sich der Boiler erstmal füllen und ihr seht, jetzt haben wir Wasser. Genau, es dauert ein bisschen. Wie gesagt, da ist wahrscheinlich Luft in der Leitung drin. Ich muss sagen, das Ganze hat doch wunderbar geklappt. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Wenn du wissen möchtest, wie du dir einen Durchlauferhitzer anbringen kannst, dann check doch mal unten die Videobeschreibung und dort findest du aber auch diesen Wasserhahn hier, alle Zubehörteile, die du benötigst, aber auch alle anderen Videos, beispielsweise wie ich dieses Spülbecken hier eingelassen habe. Das ist nämlich bündig mit der Arbeitsplatte, nämlich nicht draufgesetzt, sondern bündig eingelassen. Oder wenn du wissen möchtest, wie ich die Akustikpaneele im Hintergrund angebracht habe oder eine Haustür einbaue oder ein Fenster, dann abonnier doch einfach den Kanal. Würde ich mich riesig drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Einbauen und gutes Gelingen. Bis dann. Ciao.